Ah, und da hinten ist Corazon Libiscus. Libiscus. Oh, da kenne ich ein Bild dazu. Darf ich dich mal fragen, welches Pokémon das ist? Ich suche es gerade mal raus. Ja, ich schinde mal Zeit. Hey, wenn das mal nicht Hildegard ist. Danke, dass du sie abgeholt hast, Lilly. So, Moment, kleinen Moment. Aber nicht doch, Herr Professor. Ich bin immerhin Ihre Assistentin. Ihr Assistent Nummer 1. Genau. So, Moment, ich hab's gleich. Und zwar das andere auch noch. So. Oh, ich krieg schon langsam einen harten Rücken, ey. Du kriegst einen harten Rücken. Ja. Also, pass auf. Was ist das? Ja, es ist recht eindeutig, was das ist. Was ist das? Ein ejakulierendes Glied. Nein! Was? Nein! Nein, 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 nein! Das! Wow! Das musst du auch für die Zuschauer einblenden. Ja, hab ich ja, hab ich ja. Achso. Sie sehen das auch. Wow. Es ist ein Diktri mit einem Libiscus drauf. Daran hat mich das Libiscus erinnert. I see Libiscus, I think dick. Schön. Okay, weiter. Ja. Außerdem stehe ich für Ihre Gastfreundschaft und Hilfe tief in Ihrer Schuld. Während ich auf euch gewartet habe, hat meine Forschungsarbeit dank der erstklassigen Attacken von Wuffels riesige Fortschritte gemacht. Aber kommen wir zur Sache. Hildegard, gib mir doch mal kurz deinen Pokédex. So nennt man das heutzutage also. Pokédex. Ah, jetzt kommt Rotom. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Passt die Größe ein. Da ist ja ein Loch. Gefällt dir dein neues Zuhause? Sorry, dass du so lange darauf warten musstest. Entschuldigen Sie, Professor, aber mit wem? Du glaubst bestimmt, ich führe hier gerade Selbstgespräche, was? Haha, Fehlerzeiger! Ich habe mit dem Rotom gesprochen, das sich in diesem Pokédex befindet. Ein Rotom? Motor? Ein Motor? Ja. Ja, ja. Rotoms Körper besteht aus Plasma, weißt du? Das ermöglicht es ihm, ins Innere von elektrischen Geräten zu kriechen. So kann Rotom seine Kraft voll entfalten. Vor dir siehst du die Zukunft des Pokédex. Sein Gehäuse wurde speziell dafür entwickelt, dass Rotom darin hausen kann. Ui. Er ist erst komplett, wenn sich ein Rotom darin befindet. Dieser Pokédex stellt gleichzeitig auch eine neue Form der Kommunikation zwischen Mensch und Pokémon dar. Er ist so neu, dass bisher nur wenige Leute einen haben. Jetzt muss ich nur noch mit dem neuen Teil, das heute geliefert wurde, etwas aufmotzen. Also der Rotom-Pokédex, der ist auch in den Pokémon-Stores gerade leider ein bisschen ausverkauft, ne? Echt? Deswegen campen die Leute seit Wochen davor. Krass. Ja. So, ja genau, aufmotzen. MacGyver. Oh, tut mir leid, Rotom, habe ich dich erschreckt? Rotom, ich habe deinen geliebten Pokédex und neue Funktionen erweitert. Ich will, dass du Hildegard damit tatkräftig unterstützt. Oder, um es mit einem Attackennamen auszudrücken, ich will, dass du ihre rechte Hand bist, Betten. Oh. Danke, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Danke, gute Nacht. 100 Punkte für den Kandidaten, würde ich sagen. Oh, kann man den nicht draußen behalten? Ah. Freut mich! Freut mich! Wir werden sicher viele Abenteuer zusammen erleben. Siehst du Hildegard? Kriegst du gerade was? Nee, ich mach so Indianer, wuhuhu. Siehst du Hildegard? So. Jetzt kannst du sogar mit Rotom sprechen. Mhm. Und du bist ihm anscheinend sehr sympathisch. Aber wobei soll sie, wo soll es sie genau unterstützen? Irgendwie sieht der Punkt unten, der Punkt, wo der Spieler ist, sieht aus wie der Mund von Rotom. Naja, Hildegard ist schließlich gerade erst nach Alola gezogen. Das in den Rotom-Pokédex integrierte Navigationssystem wird ihr dabei helfen, sich nicht zu verlaufen. Lass uns alles geben, Rotom. Rotom zeigt dir immer dein nächstes Ziel auf deinem Abenteuer.
Berührst du den Pokédex, erscheint darauf außerdem eine detaillierte Karte der Umgebung. Oh. Alola! Seht mal, wen die Meeresbrise reingeweht hat. Ich bin's, Tali. Wow! Was denn? Ist das etwa ein Loft? Das ist privat. Meine Devise lautet, wenn jemand in Not ist und man helfen kann, muss man tun, was man kann. Das seht ihr doch bestimmt auch so, oder, Tali und Hildegard? Deshalb lasse ich Lilly da oben im Loft wohnen. Also, Hildegard, den Rotom-Pokédex überlasse ich dir. Er lässt sie auch da wohnen und das hat nichts damit zu tun, dass er eventuell dafür Gegenleistungen bekommen könnte. Weil sie seine Assistentin ist. Meinst du Kleingeld? Kleingeld, ja. Okay. Ja, weiter. Jo, Rotom, kümmere dich gut um Hildegard. Das Taking ist also the Hobbits ein Rotom. To Hildegard. Was? Taking the Hobbits to Hildegard. Oh, schön. Oder kennst du das zu, ich hab ein Glas voll Dreck. Nee. Da gibt's auch einen schönen Remix dazu. Okay, das ist also ein Rotom-Pokédex, hm? Irgendwie niedlich. Kommen wir nun zur Inselwanderschaft. Das ist wichtig. Also spitz die Eichel. Stell dir die Inselwanderschaft als ein einziges großes Abenteuer mit deinen Pokémon vor. Die Kinder Alolas gehen auf die Reise, um sich am Ende als stärkster Trainer, als sogenannter Inselwanderschaftschamp zu beweisen. Das ist jetzt die offizielle neue Betonung. Ja, auf jeder der vier Inseln von Alola gibt es einen Inselkönig bzw. eine Inselkönigin. Um von ihnen anerkannt zu werden, muss man alle 7 Prüfungen der Inseln bestehen. Mhm. Also, wie sieht's aus, Hildegard? Möchtest du gemeinsam mit Flammiau auf Inselwanderschaft gehen? Ich finde, du hast definitiv das Zeug dazu, ein hervorragender Pokémon-Trainer zu werden. Nicht jeder kann bei seinem ersten Kampf so geschickt die Stärken seines Pokémon ausspielen wie du. Naja, also ich bin dabei. Klasse, du tust mir einen großen Gefallen, wenn du auf die Reise gehst und vielen Pokémon begegnest. Schließlich beschäftige ich mich unheimlich gerne mit Pokémon und ihren Attacken. Gut, dann nimm das hier. Was ist das denn? Eine Kette? Ein Abzeichen, dieses ja. Inselwanderschaftsabzeichen ist sozusagen ein Beweis für deine Teilnahme. Und wo bringt man es an? Am Handgelenk. Oder natürlich, an der Tasche. Natürlich, da. Ja. Wo sonst? Ja. Du Dödel. Apropos, wir brauchen noch ein Kokowai im Team irgendwann. Ja, lässt sich einrichten. Sehr schön. Wenn du weißt, wo ich eins herkriege, dann sag mir rechtzeitig Bescheid. Ja, also ich guck gleich mal ins Pokewiki. Ist ja schon alles online, ne? Ist ja schließlich gestern das Spiel erschienen. Gut. Das habe ich von meinem Obi auch bekommen. Also dann, Hildegard, Tali, kommen wir zum nächsten Schritt. Hiermit erkläre ich euch beide zu. Kommen wir zu meinem Schritt. Der nächste Schritt! Der nächste Schritt? Der nächste Schritt. Kommen wir nun zum nächsten Schritt. Meinem. Ich bin euch immer einen Schritt voraus. Die Trainerschule. Dort könnt ihr durch Pokémon-Kämpfe die Grundlagen des Trainerdaseins erlernen und den fucking OP-EP-Teiler erhalten. Ja, genau. Wie sagt man so schön? Es ist noch kein Inselwanderschaftschamp vom Himmel gefallen. Da hilft nur fleißig Büffeln. Büffeln hilft auch. Ich bin voll Pro mit meinem Raupi Level 2. Was hast du vor, Tali? Ich werde mit meinem Pokémon spielen. Ich werde an meinen Pokébällen spielen. Ich werde meine Pokémon trainieren. Genau. Die Inselwanderschaft. Durch sie lernen die Menschen Alolas die Welt um sich herum kennen. Hab ein Auge auf Hildegard, ja, Lilly? Bitte kümmere dich um sie, bis sie sich ein bisschen an Rotom gewöhnt hat. Und an die Donnerschocks, die es verteilt. Rotom ist ein richtig kleines Arschloch. Guck mal, ob wir
Wenn du nicht mehr weiter weißt, geh mal einfach auf die Mitte meiner Karte. Was, wieso? Wieso ist das ein Arschloch? Ja, wirst du sehen. Achso, gut. Also erstmal auf die Mitte der Karte. Wenn du nicht mal mehr weiter weißt, geh mal einfach auf die Mitte meiner Karte. Aber hab ich doch! Naja, wie auch immer. Guck mal, ob wir Lilly auf Höschenjagd gehen können. Was, wo denn? Wo war sie? War sie noch drin? Ja, oben im Loft. Höschenjagd! Höschenjagd! Moment mal, Eugene, wo sind wir hier? Mutter! Tatsache. Ich bin nicht Eugene Krabs, ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Eine Pipi-Puppe, die ihrer Besitzerin wohl sehr an Herzen liegt. Oh. Guck mal, da ist so ein auffälliges Buch. Oh. Das auffällige Buch, bitte. Jawohl, oder das? Ja. Das scheint Lilis Tagebuch zu sein. Ein kleines Metallschloss stellt sicher, dass niemand außer ihr darin lesen kann. Metallschloss zerbrechen? Ja. Ja. Nee, rechts das rote, was da so auffällig im... Und das ist ja... Nice. Diese Schlafcouch wird von Lilly benutzt. In diesem Moment. Okay. Nee, das rote Buch, was da so auffällig aus dem Regal schaut. Ach da. Guck mal. Ja. Mhm. Im Regal stehen einige von Lillys Büchern. Sie behandeln alle ziemlich komplexe Themen. Oh. Ja, da ist auch Karl Marx und Bertolt Brecht bei uns und Shit. Kann ich mich hier draufsetzen? Nee. Der Schlafplatz von Cosmog. Er weiß bis Spuren von Wuffelsau. Oh. Okay, das wär's so. Gibt's hinten im Labor was? Hinterm Aquarium? Okay, da ist Velursi. Nee, leider kein Plattenspieler. Tut mir leid. Velursi. Oh, ich will so einen Libiskus haben und einen Corazon. Im Aquarium schwimmen das Rendezvous-Pokémon Libiskus und das Koralle-Pokémon Corazon vergnügt umher. Die sind beide dick, dumm und rosa. Dick, dumm und rosa, ja. Ah, guck mal, Treppe. Ja. Die sind voll Korall. Jawohl! Oh, Quaputzi! Jawohl! Putzi! Kann ich den... Nein, kann ich nicht. Oh, noch mehr Rendezvous-Pokémon. Hier vermehren sich Liebeskusse. Küsse. Am Aquarium werden Daten zur Wirkungsweise von unter Wasser eingesetzten Attacken angezeigt. Aha. Alter. Das ist Professor Kukuis PC. Auf dem Desktop befindet sich ein Porno-Ordner. Auf dem Monitor sind Pokémon abgebildet, die du noch nie gesehen hast. Und eine Browser-URL. Rule34.pahil.com. Jawohl. Oder so. Kennst du aber auswendig hier. Ja. So, komm jetzt, Abenteuer. Okay, Abenteuer. Oh, Pokébälle, ich will sie haben. Nein. Nein. Gut, Abenteuer. Abenteuer, teuer, teuer, teuer. Teuer, teuer, teuer. Ich hätte gerne abendgünstig. Abendgünstig. Ja. Wow, damit kriegt man dich schon. Oh Mann. Ich würde mir mal an deiner Stelle Gedanken um das Niveau des Kanals machen, wenn man dich mit abendgünstig kriegt. Alola, schau mal, wie süß mein Pokémon ist. Wenn das jetzt zu Frobel oder Kikugi ist, dann muss ich lachen. Oder wie wär's denn mit Kleinstein? Ist das wär. Wingull, oh. Ist doch nicht süß. Englische Aussprache. Wingull? Ja, wegen Möwe, Gull. Und Wing. Na gut. Ja, ich bin da so ein Aussprache-Nazi. Ja. Am schlimmsten ist es, wenn man mit Leuten über Arceus diskutiert. Arceus, Arceus. Wie hat nochmal Dr. House das ausgesprochen? Arceus? Arceus, ja. Aber das war. Ich okay noch, aber. Ja, das war nah an richtig. Ja. Arceus. Mhm. Genau. Kommt vom Lateinischen. Arcus und Deus. Mhm. Bogen und Gott. Ja. Rechts rum, da sind doch die Sprungstufen. Ja, aber Moment, da komme ich ja nicht hoch, ne? Nee, das ist noch ein Trainer. Rechts. Irgendwo war noch ein Trainer, den ich. Da war noch ein Trainer? Ja, irgendwo hatte ich, glaube ich, noch. Die einen wollte nur quatschen und da hinten war doch dicht mit der Tauros. Okay, dann nicht. Mit den Felsen. Okay, nee, dann. Ich meine, wir wären hier so weit durch. Ja, dann. Oder der da vorne ja, noch? Vielleicht noch, ja. Vielleicht, mal gucken. Noch ein Wingull. Aber das finde ich ganz schön. Also solche Pokémon stehen normalerweise nicht am Anfang der Region. Mhm. Und durch dieses Insel-Setting
kehrt sich das um. Ach, ich flüchte sowieso wieder. Mehr brauche ich nicht. Ja, mal davon abgesehen, am Anfang der Region. Okay, ich kenne eine Region, die schon Wingull enthält. Ja, oder nicht so weit am Anfang in Höhen. Doch, eigentlich, sobald man an dieses Gebiet kommt, vor dem Wald, wo die Wumpels drin sind, glaube ich, da sind auch schon welche. Ja, oder bist ja weiter als hier verhältnismäßig. Ja. Bevor wir zur Trainerschule gehen, sollte ich dir wohl das Pokémon Center zeigen. Folge mir. Stimmt, wir sind noch nicht mal aus dem ersten Gebiet raus, stimmt. Das dauert hier aber auch ein bisschen länger. Ja, also das Spiel ist auch hart storylastig. Mhm. Wunder.